Fast auf den Tag genau feierte der Motorradclub Die Echten den 20. Geburtstag mit einem zwanglosen Fest zusammen mit seinen Mitgliedern und Freunden. Bürgermeister Hannes Fazekas, selbst Biker, kam diesmal sehr sportlich mit dem Fahrrad und brachte ein Jubiläumsgeschenk mit. Vor 20 Jahren wurden Die Echten hier in Schwechat gegründet. Eine lange Zeit, auch eine schöne Zeit. Ja, sowieso. Also ich erinnere mich, wie wenn es gestern gewesen war, da haben wir ein Clubbike erreicht. Landstraße, Hauptstraße, 146. Vereinsbehörde? Ja, das war noch das Amt der niederösterreichischen Landesregierung, Sicherheitsdirektion. Ja, und da sind wir noch mit den Zählen zu Hause gekommen und haben sich halt ausgedacht, was man da für so einen Verein alles angreizeln muss. Im Hotel Mama damals noch ansässig und seitdem sind halt doch 20 Jahre vergangen. Der Präsident ist stolz auf seinen Club. Ja, eigentlich schon. Wir haben 20 Jahre lang immer die Mitgliederzahl in etwa gleich gehalten. Ein paar sind weggefallen, ein paar sind nicht dazugekommen. Und ganz stolz darauf sind wir eigentlich, dass wir da heute schon die zweite Generation da haben. Wir haben den Papa von ihm da gehabt und der Bub ist halt auch schon bei uns im Club. Ich bin seit 18 Jahren dabei, bin eigentlich in eine Familie hineingewachsen. Muss sagen, bin auch inzwischen nicht mehr aktiver Motorradfahrer, möchte aber bis zu meinem Ausgang ein Echter bleiben. Und mein Wunsch wäre es auch, dass mich Die Echten einmal zu Grabe tragen. Frauen und Motorrad ist ja heute noch immer ein bisschen selten. Ja, beim Mitfahren, da ist er manchmal fad, wenn man hinten drauf sitzt. Und ich habe gesagt, naja, ich probiere es. Und ich habe gesagt, ich wäre erst Mitglied, wenn ich wirklich den A-Schein habe. Also mein Mann ist nämlich 2 Jahre länger Mitglied. Habe ich gesagt, nein, ich erst, wenn ich den Schein gemacht habe. So ist es dann auch gewesen. Und das war ihm dann 2002. Wie ist es überhaupt zur Idee einer Gründung gekommen? Ja, das ist sehr interessant. Wir waren, ich kann den Namen nennen, weil er nicht mehr existiert. Ja, Dukatencafé hat das geheißen, da haben wir uns immer getroffen. So ziemlich jeden Tag. Auch zu Weihnachten zum Beispiel. Und da haben wir dann halt immer so den Motorradfahrer vorbeigesehen, aber nur wenn die Sonne war. Und wenn es regnet, haben wir keinen gesehen. Und wenn es geregnet hat, haben wir keinen gesehen. Aber wir sind schon mit dem Moped ins Dukatencafé gekommen, auch wenn es geschifft hat, als wir. Und dann haben wir gesagt, ja, die fahren alle nicht, aber das sind eigentlich nicht Die Echten, aber so Die Echten, das wäre ein netter Name. Da haben wir mal einen Namen gefunden und dann haben wir nur bedingt Weihnachtsgeschenke erhalten, mal zu Weihnachten von der Chefin. Und hat gesagt, ja, da wollen wir jetzt gar nicht mehr so oft hingehen. Und der Andi, unser Präsident, hat dann gesagt, ja, die hätte da eh so einen Weihkeller, den könnte man da umfunktionieren. Und dann haben wir unser Clublokal begonnen herzurichten, war ein langer Weg. Und seitdem haben wir jeden Donnerstag Clubabend. Und man hat gesehen, wie sich die Aktivitäten auch weiter entsprechend entwickeln, wenn man daran denkt, dass so wie auch andere diese Idee aufgegriffen haben, auch Die Echten hergegangen sind und gesagt haben, wir vertreten unsere Anliegen, wir sind für das Motorradfahren, wir sind für eine Art der Freiheit. Es gibt Menschen, die haben diese Freiheit nicht in dieser Form. Wir wollen etwas zurückgeben, wir unterstützen und wir helfen. Ja, wir machen eine Benefizfahrt nach Skalica, wir machen einen Benefizpunsch für bedürftige Kinder in Schwechat. Also wenn irgendwo wer ein Problem hat, wenn eine Familie in Not gerät, dann, oder wir hören das, dann machen wir einen Benefizpunsch, immer kurz vor Weihnachten. Die wilden Hunde, von denen immer geredet wird, sieht man immer bei verschiedenen Veranstaltungen, wenn sie dann das wahre Herz zeigen. Und das ist weicher als bei manch anderen. Und ich bin stolz darauf, ein Echter zu sein und diesem Club anzugehören und vor allem die Freundschaft hier gefunden zu haben.